Okay. Ja, herzlich willkommen allen, die dabei sind, die uns auch zusehen. Und die, muss ich immer dazu sagen, von außen auch immer die Möglichkeit haben, was in den Chat zu schreiben. Dann werden die Fragen dann ja eingeflochten. Ist bisher eigentlich ganz gut gelaufen, dass das auch funktioniert hat. Erstmal, das Thema Bildungspolitik ist auf den Schnack. Und die Westfalen kennen ja auf den Schnack. Heißt, wir sprechen einfach miteinander. Einmal der Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion und gerade in der letzten Legislaturperiode auch kräftig damit beschäftigt, weil ich glaube, da eine ganze Menge auch gelaufen passiert ist, noch nicht nur zu Corona-Zeiten. Ja, und Martin Fischer, der als SPD-Fraktionsvorsitzender in Anröchte, aber wenn er sein T-Shirt zeigt, auch als Schulleiter des Aldegrever Gymnasiums in Soest eine Menge zum dem Thema sagen so beitragen kann. Ich nochmal die einen, wir diskutieren das auf der Bundesebene und dann kommt das auf die kommunale, in die Schule und da muss gemacht werden. Und manchmal hat man auch, da liegt ein großes Delta dazwischen. Manchmal heißt dieses Delta auch Landespolitik, aber gut, auch da wird mal füreinander drüber sprechen. Gerne das Thema Bildungspolitik, ich sage mal gerade die Corona-Situation hat ja also erstmal viele Defizite wieder, sag mal, zutage treten lassen. Gerade was auch, sag mal, Gefälle zwischen Menschen angeht. Wir haben ja mal so eine Runde auf den Schnack gemacht zum Thema Jugend und Corona und die Beschwerde von jungen Leuten waren da auf uns. Naja, in der Lage sind wir auf einmal auf unsere Rolle als Schülerinnen und Schüler zurückgeworfen. Wir sind aber eigentlich noch viel mehr als Schülerinnen und Schüler. Freizeitsituation, soziale Fragen, finanzielle Fragen, die dann eine Rolle spielen, die sie an der Stelle haben. Wäre vielleicht meine erste Frage an Oliver, so bei dem Blick zurück, wo haben wir angesetzt und was haben wir eigentlich im Laufe so der, naja, nicht nur der letzten 4 Jahre, doch der letzten 4 Jahre, aus dem Blick, über den man auch Rechenschaft abbricht, in welche Richtung hat sich das entwickelt? Und das haben wir alles, naja, Gutes getan, vielleicht auch zu wenig getan. Wäre so meine erste Frage an dich in dieser Runde. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, über Bildungspolitik sprechen zu können. Ich glaube, das ist wichtig, weil es ein Thema ist, was auch für viele junge Menschen in dieser Bundestagswahl einfach ein bisschen zu kurz kommt, wo sie eigentlich abgeholt werden und was mit ihren Zukunftschancen ist. Um auf deine Frage zu kommen, was haben wir gemacht? Ich glaube, man muss die Wahlperiode in zwei Phasen unterteilen. Zum einen vor Corona und dann in Corona. Denn das hat auch nochmal die Herausforderung ein bisschen verändert. Was wir gemacht haben, ist nur schlaglichtartig. Wir haben die Zusammenarbeit von Bund und Ländern verbessert, indem wir das Grundgesetz geändert haben, das Kooperationsverbot weiter eingeschränkt haben und die Möglichkeit geschaffen haben, dass der Bund den Ländern Geld geben kann für die Bildungsinfrastruktur. Das war die Voraussetzung dafür, den Digitalpakt Schule machen zu können. Sonst hätten wir den gar nicht machen können, weil der Bund den Ländern für Bildungsaufgaben kein Geld hätte geben dürfen. Und der Digitalpakt Schule war ja als ein langfristiges Projekt angelegt über 5 Jahre, um die digitale Infrastruktur in den Schulen ja langfristig auf ein neues Niveau zu bringen. Und da kommt dann jetzt Corona. Ich könnte auch noch andere Sachen nennen, die wir gemacht haben, aber vielleicht bleiben wir dann. Dann kommt Corona und wir werden mit einem Schlag in allen Bereichen des öffentlichen Lebens wird uns klar, wie miserabel die digitale Infrastruktur in Deutschland ausgestattet ist, weil Schülerinnen und Schüler nicht in die Schule kommen konnten, Unterricht teilweise von zu Hause machen mussten und wir ja alles hatten im Schulalltag. Das kann Martin Fischer noch viel besser beschreiben als ich. Kein Netz, keine Erfahrung im Umgang mit der Kommunikationssoftware, keine Endgeräte. Kein WLAN zu Hause, also alles ist sozusagen auf einen Schlag nochmal deutlich geworden und wir haben dann den Digitalpakt Schule auch nochmal deutlich aufgestockt. Das waren ja erst 5 Milliarden Euro, dann haben wir nochmal 500 Millionen Euro in die Hand genommen, um den Schülerinnen und Schülern, die zu Hause kein digitales Endgerät haben, eins zu beschaffen, damit die überhaupt am Unterricht teilnehmen. Wir haben nochmal 500 Millionen Euro in die Hand genommen, um für die Lehrer und Lehrerinnen ein Endgerät zu besorgen,
und nochmal 500 Millionen Euro für Systemadministratoren, für die Ausbildung von Systemadministratoren und Systemadministratorinnen, weil wir ja jetzt eine neue Infrastruktur aufbauen und wir auch Leute brauchen, die die pflegen. Das können nicht die Lehrerinnen und Lehrer nebenbei machen. Und da sind wir jetzt so einen Schritt weit weitergekommen. Da kann Martin Fischer vielleicht da nochmal sagen, was davon überhaupt bei so einer Schule, ich kenne das alte Gräber-Gymnasium natürlich auch, weil ich mal in Soest gearbeitet habe, was bei so einer Schule davon angekommen ist. Ich fürchte leider wirklich wenig. Und das könnte auch ein bisschen an dem Delta liegen und wie der Prozess organisiert war. Ich will vielleicht noch zwei Stichworte nennen. Eins passt noch zu Corona, das ist das Aufholprogramm, weil wir eben festgestellt haben, dass mindestens ein Viertel, wahrscheinlich sogar mehr aller Schülerinnen und Schüler, die jetzt Lernrückstände haben durch die lange Phase des Lernens auf Distanz. Und wir denen die Zeit geben müssen und die Möglichkeit geben müssen, das aufzuholen. Und da es den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch wichtig ist, dass man lesen, rechnen und schreiben lernt, aber das für sie nicht der ganze Mensch ist, sondern der ganze Mensch eben auch aus sozialen Beziehungen besteht, haben wir gesagt, es muss eben nicht nur sich auf Nachhilfe oder sowas beziehen oder Förderunterricht, sondern wir brauchen eine wirklich feste Säule, die dafür sorgt, dass Schülerinnen und Schüler jetzt auch mit ihren Sorgen abgeholt werden. Wir verstärken jetzt die Schulsozialarbeit, wir stärken die Jugendarbeit, die offenen Jugendeinrichtungen. Wir haben die Möglichkeiten geschaffen, mehr Personal in die Schulen holen, über den Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales Jahr und vieles andere mehr. Das Aufholpaket soll junge Menschen als Ganzes in den Blick nehmen. Also nicht nur sie auf ihre Lernleistungen reduzieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist ja auch das, was ich immer höre, dass Schülerinnen und Schüler einfach ja die Schule auch brauchen, um sich zu begegnen. Und dann letzter Punkt, und dann höre ich auch wirklich auf. Wir haben gestern noch im Deutschen Bundestag den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule verabschiedet. Der Bundesrat wird das diese oder nächste Woche auch machen. Damit ist ein Meilenstein gelungen für den Ausbau von Ganztagsbetreuung, für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch für mehr Zeit für Bildung in der Grundschule. Der ist gelegt worden und wir müssen jetzt schnell in den Ländern darüber reden, wie wir den qualitativ ausgestalten, weil das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wie sieht der Ganztag in der Grundschule aus? Also es ist eine ganze Menge passiert, teilweise natürlich angetrieben durch die Corona-Pandemie. Und wir sind noch lange nicht am Ziel, sondern wir sind, glaube ich, bei einigen Bereichen, Digitalisierung ist einer davon, erst am Anfang des Weges. Komplett war das kurz gefasst, was in 4 Jahren alles so passiert ist. Ja, und immer einer eben mit der einschränkenden, sagen wir so, Bemerkung, du hast das auch gesagt, man musste erstmal das Grundgesetz ändern, um dem Bund Kompetenzen in die Hand zu geben, zumindest mit Geld in die Infrastruktur agieren zu können. Also als Beitrag zu, ich sag mal, zur Unterstützung des Bildungsföderalismus. Und bei der Frage, was da in der Tat dann mit passiert ist, ist das jetzt runterdiffundiert in die Schulen? Ist es da angekommen? Ich habe das bei einigen Schulen, die ich Kreis Soest auch besucht habe, nicht nur während des Wahlkampfs, auch vorher immer gesehen. Der Martin hat ja auch mal im Husaren, da erinnere ich mich, Whiteboards besorgt. Und dann kann man nur zu einzelnen Schulen sagen, Ausstattung wächst auf, aber sobald das Kabel aus der Schule rauskommt, ist Schicht im Schacht. Also bei der Frage der Kapazitäten, der Einbindung ins Netz, naja, eben keine Glasfaser, sondern Blei oder sowas in der Erde. Aber gut, die Frage an den Martin, ja, was ist davon, was ist angekommen? Ja, da bin ich also mittlerweile sehr, sehr gut drauf, Oliver, weil das Geld ist angekommen. Das ist die gute Nachricht. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass es tatsächlich ankommt, weil ich jahrelang praktisch dafür gekämpft habe, dass was kommt. Und jetzt in den letzten 1,5 Jahren kommt es mit großer Gewalt. Vielleicht hat Corona da auch nochmal einen Schub gegeben. Aber man muss es auch natürlich ehrlich sagen, angesichts der gigantischen Ausgaben, die der Bund und auch die Länder, sagen wir im Moment, für vielfältige Aufgaben tätigen, sind die 5 Milliarden natürlich ein kleiner Posten. Verteile ich die auf die Schulen, allein in Nordrhein-Westfalen 1.500, dann bleibt für die einzelne Schule nicht viel übrig. Wir waren schon sehr früh am Alde auf dem Weg, aber immer auch mit Sponsoren. Das können einige Schulen besser als andere Schulen. Das ist nun mal so. Es liegt in der Natur der Sache. Das will ich jetzt auch nicht ausdifferenzieren. Aber jetzt haben wir endlich tatsächlich den Digitalpakt, die Mittel bekommen vom Schulträger. Da muss ich auch tatsächlich dem Soester Schulträger mal richtig dickes Lob aussprechen, was die gemacht haben. Wir haben jetzt für 500.000 Euro eine komplett neue Kabelinfrastruktur bekommen. Die ist noch nicht ganz fertig. Wir haben jetzt in jedem Klassenraum eine digitale Infrastruktur. Ich hatte Elmos oder Dokumentenkameras in jedem Klassenraum schon ein Beamer, schaffe ich gerade alles ab,
um den nächsten Quantensprung schon durchzuführen. Das heißt, mit Distanzbeamer und einer einheitlichen Infrastruktur, die insbesondere den Kolleginnen und Kollegen die Angst davor nimmt, die neuen Techniken zu nutzen. Im Prinzip erkläre ich jedem Kollegen, auch euch, ihr seid herzlich eingeladen, innerhalb von einer Viertelstunde, wie im Prinzip mit einem iPad der Unterricht mit den neuen Medien gestaltet werden kann. Das versteht aufgrund der Hard- und Software mittlerweile innerhalb von einer Viertelstunde jeder Laie. Also der Unterricht hat also erheblich an Qualität gewonnen. Möglicherweise auch tatsächlich, dass Corona das Ganze ein bisschen verschärft hat. Das ist jetzt so das, was angekommen ist. Die andere Geschichte ist das mit den Lernrückständen. Ja, da bin ich sehr verbittert, das will ich auch nicht sagen, weil ich hätte mir da mehr versprochen. Wir sehen das im Lande Nordrhein-Westfalen. Wir stehen im Ranking auf dem letzten Platz, glaube ich, auf Platz 16, was die Bildungsausgaben in Nordrhein-Westfalen anbelangt. Und in der Tat, es wird immer gesagt, es gibt einen Lehrermangel. Das stimmt nicht ganz. Im Gymnasialbereich gibt es Überhänge, die nicht eingestellt werden. Und im Gegenteil, in der Pandemie hätte ich mir sicherlich auch gewünscht, dass man, sagen wir mal, auch bestimmte Konzessionen oder Kompromisse eingeht. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Aufsehen erregt mit bestimmten Dingen, war nahe dran, dem RP sogar eine Dienstaufsichtsbeschwerde reinzurücken. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, weil ich nämlich 95 Kinder hatte und wollte 4 Klassen bilden und bekam aus Arnsberg die Anweisung zum ersten Mal in 15 Jahren, dass ich nur 3 Klassen bilden darf. Das hat ein sehr großes Hickhack ausgelöst in der Soester Öffentlichkeit. Hintergrund ist einfach Personal. Das heißt, man verspricht von der Landesseite her, von der Schulpolitik des Landes, wir tun alles, um pandemiebedingte Defizite auszugleichen. Und der beste Ausgleich ist über eine entsprechende Personalausstattung. Das heißt, ich kann mit kleineren Klassen, gerade in der Pandemie, temporär meinetwegen die sozialen Rückstände, die Kommunikation, die Pflege, das Aufholen, die Ansprache mit den Kindern aufholen. Wir haben vom ALDE, vielleicht auch bekannt gewesen, wir haben so eine Art ALDE-Sommerschule aufgelegt. Also ein sehr umfangreiches Programm mit den Fördermitteln des Landes und des Bundes. Und dabei bin ich ernüchtert am Ende im Rahmen der Evaluation zu der Erkenntnis gekommen, dass natürlich über 300 Kinder an der Sommerschule teilgenommen haben zur Aufholung pandemiebedingter Defizite. Aber oft waren es eben die Kinder, die es nicht unbedingt zwingend nötig gehabt hätten. Und das erreiche ich über eine andere Struktur, das heißt über die Schule selbst, wenn ich Personal in die Klassen reinstecke, sodass alle Kinder davon profitieren. Und zwar insbesondere diejenigen Kinder, die, sagen wir mal, gerade in der Pandemie entsprechende Defizite aufgebaut haben und nicht von den Angeboten, die wir gestellt haben, Gebrauch gemacht haben. Ja, das ist das. Also dem Bund, wie gesagt, toll. Das hat prima geklappt, dass das runtergebrochen worden ist, das Geld. Das ist wirklich angekommen, da bin ich total zufrieden drüber. Also ich lade jeden herzlich ein, weil ich sehr stolz drauf bin, was unten angekommen ist. Da ist wirklich was passiert. Aber von der Landesschulpolitik, gerade auch in der Pandemie und auch in den letzten Tagen, bin ich maßlos enttäuscht. Das will ich auch nicht verhehlen. Das wäre so mein Zwischenfazit. Ja, das Thema, sagen wir, das Thema Personal. Ich meine, wenn man im Moment durch viele Branchen durchkommt, das Thema Personalmangel und wie komme ich denn da dran, ist ja und die Personalausstattung ein gravierendes Problem. Und gut, man kann, sie wachsen nicht auf den Bäumen, sondern das, was an Personalmangel überall da ist und dann offensichtlich, ja, wenn du sagst, es gibt die im Lehrerbereich nicht so unbedingt. Aber trotzdem höre ich, sag mal, über die Defizite, was Personal in Schulen angeht. Oder auch über Defizite im Verhältnis zu, sag mal, anderen sich ändern oder wachsenden Aufgaben. Kann man das so sagen oder ist das auch, sag mal, von Schule zu Schule unterschiedlich, von Schultyp zu Schultyp unterschiedlich, von Fach zu Fach unterschiedlich? Das ist tatsächlich so. Also es bauen sich gerade große Überhänge auf in den Gymnasien. Die meisten Lehramtsstudenten studieren auf Gymnasium. Es gibt tatsächlich einen großen Lehrermangel in der Grundschule, in der Sekundarschule und auch in der Gesamtschule.
vielleicht auch fachbezogen auch im Berufskolleg. Am Gymnasium gibt es einen fachspezifischen Mangel primär in den MINT-Fächern im Allgemeinen und natürlich in Physik im Besonderen. Aber fast alles andere kann ich tatsächlich reichlich auf den Markt bekommen, sogar morgen am Tag. Das ist nicht das Problem. Das sind die ersten Referendare, werden da arbeitslos und werden natürlich nachvollziehbar Richtung Gesamtschule, Sekundarschule geschoben so ein wenig, weil man da versuchen muss, die entsprechenden Personaldefizite oder Lehrermangel auszugleichen. Das ist schon nachvollziehbar. Aber insgesamt gesehen stehen ja genug Lehrer zur Verfügung. Dann muss ich auch die entsprechenden Einstellungsangebote machen. Bildungspolitik wird in den nächsten Jahren verdammt teuer werden. Die Digitalausstattung, um nochmal darauf zurückzukommen, hat ein Heidengeld gekostet. Und die Pflege, haben wir jetzt eben schon angesprochen, verursacht Kosten, die sind noch gar nicht absehbar. Denn die alte klassische Grüntafel, die kostete nach heutigen Maßstäben 800 Euro, hält 40 Jahre. Meine Activeboards, die ich vor 5 Jahren gekauft habe, gehören heute schon zum alten Eisen. Und also Bildung wird unheimlich teuer werden in der Zukunft. Aber wenn die jetzige Generation unsere Renten, unsere Pensionen bezahlen soll, dann müssen die verdammt gut ausgebildet werden. Wenn das mit auf die Zukunft einmal so sein wird, dass natürlich ein Regenerationsprozess auch ein technischer in den Schulen auch in dichterem Rhythmus sein muss. Auch bei der Frage, also das Thema Wartung, wer macht das denn eigentlich, wer wird dazu ausgebildet? Also auch die Frage der Fortbildung spielt ja eine große Rolle, die Entwicklung von den entsprechenden Medien und Unterrichtsmaterialien. Dann würde ich dann irgendwann aber mal die Frage stellen wollen, ob dann die Art und Weise, wie Schulsystem finanziert ist, mit diesen, sagen wir, gespaltenen Zuständigkeiten, da ist einmal ein Modell der Zukunft ist. Ist ein bisschen vielleicht sehr gewagt bei der Frage Aufteilung zwischen den Kommunen und dem Land. Aber mein Eindruck ist, dass das kein konsistentes System ist, das da an der Stelle vielleicht eine Zukunft hat. Als Frage einfach mal in den Raum gestellt. Ja, vielleicht kann ich beginnen. Also das Thema Kooperation ist ja eins, was uns in der letzten Wahlperiode beschäftigt hat und was auch die nächste Wahlperiode beschäftigen muss, weil wir jetzt mal am Beispiel Ganztagsbetreuung in Grundschulen. Wir dürfen ja den Ländern überhaupt kein Geld für Personalkosten geben. Deswegen müssen wir den Trick machen, dass wir jetzt ein Gesetz machen mit Rechtsanspruch, der zu erfüllen ist, der erfüllt werden muss durch die Länder. Das steht im Gesetz. Und bei den Personalkosten, damit der Bund sich da auch heftig dran beteiligen kann, müssen wir jetzt Umsatzsteuerpunkte umlenken und die Länder versprechen, dass sie das Geld dafür ausgeben für das Personal. Das werden sie auch machen, weil sie müssen den Rechtsanspruch erfüllen. Aber das zeigt, dass wir eigentlich eine tiefer gehende Kooperation brauchen. Die Menschen wünschen sich gleichen Zugang zu Bildungsinfrastruktur überall, in gleicher Qualität, in hoher Qualität. Da haben wir auch noch Nachholbedarf, muss man sagen. Und sie wünschen sich Vergleichbarkeit zwischen Städten und Bundesländern, zwischen Schultypen. Und deswegen glaube ich, sind wir auch noch in der nächsten Wahlperiode damit beschäftigt und sollten uns vornehmen, die Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen im Bildungswesen zu vereinfachen und zu verbessern und Gemeinschaftsaufgaben zu definieren. Das ist das, was wir vorschlagen im Grundgesetz, eine Gemeinschaftsaufgabe zu machen, Bildung, und dann entsprechend zu investieren. Und ich will nochmal beim Stichwort kurz Digitalisierung das noch einmal sagen. Zum einen, wir reden immer nur über Schule. Wir hatten aber jetzt 3 Semester Digitalunterricht an den Hochschulen. Wir haben an den Hochschulen auch einen riesen Nachholbedarf, was Digitalisierung betrifft. Und den Weiterbildungssektor will ich auch einmal ansprechen. Die Volkshochschulen insbesondere, aber auch viele andere Weiterbildungsträger haben sich sehr viel Mühe gegeben, ihr Bildungsangebot zu digitalisieren, aber eigentlich aus Bordmitteln. Und wir brauchen eine Anstrengung, wie wir sie im Schulbereich haben, auch oder in ähnlicher Weise im Hochschulbereich und mindestens auch in der Weiterbildung. Und dann geht es eben nicht nur darum, die Geräte in den Schrank zu stellen oder in den Klassenräumen aufzuhängen, sondern es geht auch darum, sie gut anzuwenden. Das heißt, investieren auch in Lehreraus- und Fortbildung. Gerade was die Fortbildung angeht, machen wir das in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen schon lange viel zu wenig. Und wir müssen in gute Inhalte auch investieren, also teilbare Inhalte, die den Unterricht in Präsenz ergänzen. Weil das, was wir mit Digitalisierung vorhaben, ist ja nicht noch vielfältiger und besser macht. Aber am Ende bleibt Schule der zentrale Ort. Und das hat uns die Pandemie auch gelehrt, dass wir darauf nicht verzichten können.
Ja, ich bin auch ganz dankbar dafür, dass du dir, sagen wir, das Thema Bildung auf all die Institutionen auch erweitert hast, die eine wichtige, entscheidende Rolle spielen, Berufskollegs nicht zu vergessen, weil mal bei den letzten Runden mit Industrie- und Handelskammern und auch den Erfahrungen oder den Berichten aus Betrieben, gerade auch infolge von Corona, die Augenbrauen sehr hochgezogen werden bei der Frage, was haben wir eigentlich in Unternehmen und auch im Berufskollegs, denn jetzt auch noch zusätzlich zu leisten, weil diejenigen, die in der Folge das Schulsystem verlassen, jetzt bei uns anlanden, landen sie alle richtig, ist so eine Frage. Also die Erfahrung der oder der Bericht aus den Industrie- und Handelskammern, dass es zu wenige Gymnasiasten gibt, die eine berufliche Ausbildung machen wollen, sondern in Richtung Studium orientiert werden. Und da die Anzahl derjenigen, die sehr hoch sind, die Zahl, die sehr hoch ist, derjenigen, die abbrechen und dann wieder in die berufliche Bildung zurückkommen, werden dort gerne genommen, aber sie drehen eine Schleife, die unter Umständen gar nicht nötig ist. Also da die Anforderung, die Kritik, das ist dysfunktional, weil es zu einseitig auf Hochschulbildung orientiert und da ist dann die Rüttelmaschine im Gange. Also sehe ich auch bei, zum Beispiel bei meinen eigenen Söhnen, die genau in dieser Rüttelmaschine gerade drin sind, gehört das eigentlich als Problematik, finde ich, glaube ich, in diese Strukturfragen mit dazu. Ist das ganze System nicht, sagen wir mal, zu dysfunktional? Meine Frage mal an Martin. Ja, das ist schwer muss ich mir ein paar Minuten nochmal drüber nachdenken. Fakt ist irgendwo, ich habe als ehemaliger Berufsschullehrer oder auch lange Jahre, 18 Jahre in einem Berufskolleg gearbeitet und habe auch sehr viel Einblick und sehr viel Kontakt zum Berufskolleg. Und ich kann dir nur bestätigen, was ich mitkriege, weil meine Tochter gerade auch am Lippe-Berufskolleg ist und ich auch in Soest natürlich Einblicke habe. Es ist schon befremdlich, wenn unsere Auszubildenden tatsächlich, sagen wir mal, im Unternehmen bessere Voraussetzungen finden als in den Schulen. Da ist ein gewaltiger Rückstand, da ist was aufzuholen. Die andere Geschichte ist mit den Gymnasien. Ja, das sehe ich auch so, dass die Abiturientenquote ist sehr, sehr hoch. Nichtsdestotrotz bin ich immer der Meinung, das Abitur hat ja vielfältige Funktionen. Es soll nur unter anderem oder klassischerweise natürlich primär auf die Studierfähigkeit vorbereiten. Aber wir merken das ja auch, wir kriegen das ja auch mit, dass im Prinzip viele Abiturienten Richtung Hochschulstudium streben und die Abbrecherquote je nach Studiengang bis zu 80% in einigen Studiengängen ist. Das ist in der Tat eine Sache, die überdenkenswert ist, weil da ja im Prinzip aber auch finanzielle oder sonstige Ressourcen oder volkswirtschaftliche Ressourcen verbrannt werden, weil diese Umwege oder diese verlängerten Karrieren so nicht nötig wären, wenn denn, sagen wir mal, frühzeitig gegengesteuert würde. Ja, was kann man da machen? Ich bin überrascht, wenn ich das vergleiche mit meiner Schulzeit, gab es ja in dem Sinne gar keine Berufsberatung. Das gibt es ja heute, wird ja sehr intensiv betrieben von den Arbeitsagenturen. Und wir haben auch am Alten eine eigene Berufsmesse, eine Berufsbörse. Das heißt, die Unternehmen kommen sogar bei uns in die Schule, um einzelne Schüler abzugreifen, Abiturienten abzugreifen, sich für ihre Ausbildung zu generieren. Aber ich stelle auch immer wieder fest, die Attraktivität. Vielleicht liegt es auch in einem gesellschaftlichen Phänomen. Die Attraktivität, eine Ausbildung anzunehmen, die hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten signifikant abgenommen, dass das gesellschaftliche Umfeld erwartet von den Kindern, dass sie studieren, ob sie geeignet dafür sind oder nicht. Sie müssen zunächst einmal versuchen. Da bedarf es in der Tat auch einer höherwertigen Anerkennung, dass im Prinzip tatsächlich in anderen Bereichen, sagen wir mal, die Menschen auch viel, viel besser aufgehoben sein könnten, weil sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten dort viel besser einsetzen können. Aber da läuft irgendwas in unserer Gesellschaft falsch. Und da müssen wir in der Tat daran arbeiten, dass wir auch mehr Respekt für die Ausbildung im dualen System beispielsweise entsprechend optimieren. Andererseits habe ich auch immer so das Gefühl aus meiner alten Zeit als Berufsschullehrer heraus, da muss auch die Wirtschaft ein bisschen mehr leisten, um, sagen wir mal, auf die eigene Attraktivität hinzuweisen, dass man den Jugendlichen das Gefühl vermittelt, also wenn du zu uns kommst in die Wirtschaft, dann erwartet dich das und das und das. Also das klassische 5W-Prinzip bei der Stellenbeschreibung, dass man in irgendeiner Form deutlich macht, was die Wirtschaft oder was die einzelnen Unternehmen auch zu bieten haben. Das können sich viele Abiturienten oder viele Schüler heutzutage nicht mehr vorstellen. Und da muss tatsächlich die Wirtschaft muss
vielleicht auch mehr Angebote machen, mehr auf die Schüler zukommen, die in Praktika oder sonstige Dinge auch ein bisschen schmackhaft machen, dass die da Erfahrung machen, sodass sie sagen, nee, das Studium ist nicht das Allheilmittel. Ja, weil die Zeiten, ich habe neulich so als Schmankerl so nebenbei mal einen alten SPD-Werbefilm aus den 60er Jahren gefunden, so ein Super-8-Film. Der beginnt übrigens am Möhnesee und in den ersten Einstellungen und endet in Berchtesgaden in einer Küche, wo eine Frau ein Bild dort einer so einer klassischen Familie. Vater arbeitet bei Hösch, Sohn arbeitet auch bei Hösch, Tochter macht eine kaufmännische Ausbildung irgendwo, dann wurde das dann hinter Tipse genannt. Das war das Familienbild, ich sag mal, der 50er, 60er Jahre zum Teil. Aber das ist ja nun erledigt. Diese Automatismen gibt es ja auch so nicht, weil die Kinder kriegen ja manchmal gar nicht mehr mit, was ihre Eltern im Job überhaupt machen. Bei Hösch war das klar. Da wurde das weitergegeben, vererbt sozusagen. Aber diese Automatismen gibt es nicht mehr. Kinder wissen zum Teil nicht mehr, was ihre Eltern tun. Und die Eltern sagen, du musst immer noch was Besseres werden, also am Ende nur noch Studium. Vielleicht auch an Oliver. Müssen wir dann wirklich an unserem Gesellschaftsbild dann doch etwas intensiver arbeiten und breiter diskutieren, um das sag mal, zu korrigieren, in die richtige Richtung zu lenken? Fehlt es an Aufklärung, an Information? Es ist ja ein vielschichtiges Thema. Wir haben im Bundestag in dieser Wahlperiode auch eine Enquete-Kommission gehabt zum Thema berufliche Bildung und Weiterbildung. Wir müssen an ganz vielen Stellschrauben drehen. Aber zunächst mal will ich sagen, erstmal ist doch toll, dass junge Menschen heute so viele Möglichkeiten haben, auch viele ein Abitur machen und damit dann irgendwie sich entscheiden können, ob sie eine Ausbildung machen oder an der Hochschule den Weg weitergehen wollen. Dafür haben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gekämpft, dass es eben für viele auch möglich ist. Und deswegen ist es erstmal was ich gut finde. Und ich sage immer, Eltern, die spielen da nämlich auch eine große Rolle. Bei der Berufsfindung oder bei der Entscheidung für eine Ausbildung. Eltern wollen immer das Beste für ihr Kind. Das ist nachvollziehbar. Aber was ist eigentlich das Beste? Das ist doch die spannende Frage. Und wenn ich mir das ansehe, wenn ich Betriebe besuche, dann muss ich sagen, es ist hochspannend, was heute Handwerker beispielsweise im Bereich Klimatechnik machen, wie sie mithelfen, unsere Gebäudeinfrastruktur so in Stand zu setzen, dass wir Klimaschutz machen können. Das sind sehr kreative Tätigkeiten. Es gibt im Übrigen im Handwerk auch viele Möglichkeiten von Betriebsübernahmen, wenn man einmal da eine Ausbildung gemacht hat. Wir haben im Industriebereich hochanspruchsvolle Berufe, die auch für viele Abiturientinnen und Abiturienten interessant sein können. Ich glaube, also was für die Sozialdemokratie wichtig ist, das ist doch, dass jeder den Weg gehen kann, der zu ihm passt, den er sich wünscht und der zu den Neigungen und Fähigkeiten passt. Und wir, und das ist ja auch das, was Olaf Scholz sagt, wir müssen leben, dass jede Ausbildung, jede Lebensleistung, jede Arbeit den gleichen Respekt bekommt. Dass es eben nicht nur Aufstieg durch Bildung ist, wenn dann, so wie ich, mein Vater war Bergmann, dass ich dann der Erste an der Hochschule war, das war gut und das ist eine sozialdemokratische Erfolgsgeschichte, aber Aufstieg durch Bildung heißt eben nicht nur Hochschule, sondern das heißt, dass jeder das Recht hat, seinen Weg zu gehen. Und das müssen wir politisch absichern. Und vielleicht ein Punkt dazu noch, was ich mir wünsche und was wir uns für die nächste Wahlperiode auch vorgenommen haben. Wir wollen eine Ausbildungsgarantie, dass überhaupt jeder, der das will, auch eine Ausbildung machen kann. Und zwar da, wo er lebt oder sie lebt. Das ist nämlich zum Beispiel bei mir im Kreis Unna im Wahlkreis nicht automatisch gegeben, weil wir zu wenig Ausbildungsplätze haben. Und wir wollen gucken, dass es eben keinen Widerspruch zwischen akademischer und beruflicher Bildung gibt, sondern dass man das stärker auch zusammenführt. Der Anteil der Studierenden, die ein duales Studium absolvieren, steigt immer weiter an, weil die genau das suchen. Praktisch im Betrieb arbeiten und auf der anderen Seite eben auch abgesichert mit einer akademischen Zusatzausbildung sich dann eben auch die Tür offen zu halten, sich weiterzubilden. Die Hochschulen, insbesondere die Fachhochschulen, aber auch die Berufskollegs zu Orten der Weiterbildung zu machen. Ich glaube, das sind Herausforderungen, um eben diesen Widerspruch aufzulösen und dafür zu sorgen, dass eben beides gleiche Wertschätzung, beide Ausbildungswege gleichen Respekt bekommen. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, auch
ja, mitzuhelfen, dass der Weg dann auch in die berufliche Bildung führt. Weil ich glaube, nochmal und letzter Satz, dass das nicht nur irgendwie sich in Feiertagsreden widerspiegeln darf, dass die berufliche Bildung ein Erfolgsprojekt in Deutschland ist, sondern es muss sich ganz klar in der Politik widerspiegeln, die auch dafür sorgt, dass man mit beruflicher Ausbildung die gleichen Chancen und am Ende auch die gleichen Verdienstmöglichkeiten hat, wie mit einer akademischen Ausbildung. Ja, auch eine klassische Aufgabe für Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern, an der Stelle vielleicht genau die Informationen über die Berufsbilder, sagen wir mal, mundgerechter, handgerechter an diejenigen zu bringen, die die Informationen haben müssen. Weil ich glaube, da liegt ein Vermittlungs-, sagen wir mal, Kommunikationsproblem, das sich nur dadurch auflösen lässt, dass man das in der Tat aktiv macht. Und natürlich, sagen wir mal, als Fundament, sagen wir mal, diese Rahmenbedingungen so schafft, dass es auch diese flexiblen Möglichkeiten gibt, die man dann erfahren können muss. Und ich glaube, viele Unternehmen werden noch gar keine andere Chance haben, bei den Nachwuchsproblemen, die sie haben, sich auf diesen Weg selber aktiv zu machen. Dafür meine Frage an den Martin. Du sagst, es gibt da so Messen und so etwas. Muss dann noch ein Chipchen draufgelegt werden, was auch die Verknüpfung zwischen Schulen und Betrieben angeht, um den Informationsstand zu verändern? Ich glaube ja. Also ich war ganz überrascht über die Berufsbörse, die wir an unserer Schule seit jeher betreiben. Ich habe mal mit einem Banker, mit einem Vorstand von der Bank gesprochen. Da sagt er, warum kommt ihr zu uns? Weil wir schicken maximal 80 oder 160 Schüler mit Hannah Arendt, kommen auch zu uns auf unsere Börse. Da sind dann ungefähr so 10 Hochschulen und wie gesagt, dass die gesamten Unternehmen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr hier von uns dann anschließend Schülerinnen und Schüler für eine Ausbildung bei der Bank beispielsweise bekommt? Da sagt er, ich komme hier hin, wenn ich einen einzigen gewinne, hat sich das schon gelohnt. Da bin ich manchmal sehr überrascht drüber, welchen Aufwand die betreiben, weil es ist heutzutage tatsächlich nicht mehr so, dass Jugendliche sich auf den Weg machen, weil sie möglicherweise in der Zeitung, die sie nicht mehr lesen, eine Stellenanzeige gefunden haben. Es ist tatsächlich, wie du schon sagst, Wolfgang, die Unternehmen müssen sich interessanterweise auf den Weg zu den Auszubildenden machen. Und diese Börsen sind tatsächlich ein interessantes Thema, weil sich dort die Unternehmen präsentieren. Und tatsächlich dann sehr authentisch, sehr hautnah zeigt, was sie denn zu bieten haben. Und genau das ist es, die Attraktivität in vielen Unternehmen. Viele Berufsbilder haben sich ja gewandelt. Das ist ja nicht mehr so, dass in allen Berufen sehr schwer körperlich gearbeitet werden kann oder werden muss. Man kann durchaus Dinge, die man im Hochschulsystem erlernt hat, auch in Unternehmen irgendwie umsetzen. Man muss auch noch nicht mal mehr in der Hochschule das machen. Informatiker werden auch an den Berufskollegs des Kreises Soest ausgebildet, die händeringend gesucht werden im Moment, wie übrigens alle anderen Handwerker, die dringend gesucht werden, Elektriker und so weiter. Aber die Unternehmen müssen stärker auf die Schulen zugehen. Das betrifft nicht nur das Gymnasium, das betrifft die Sekundarschule, die Gesamtschule, dass man da den Kontakt suchen muss. Die müssen mehr in die Schulen rein, um ihr zukünftiges Personal dort zu gewinnen. Ja, eine große Aufgabe, diese Damen. Da müssen sich in der Tat, also mein Vorschlag bei der IHK zum Beispiel war auch, organisiert doch, macht doch mal über jeden einzelnen Beruf, den er anbietet, ein ordentliches, vernünftiges YouTube-Video und setzt eine ganze Serie ins Netz dazu. Weil da viele Informationen eben als erstes abgesammelt werden, abgeholt werden, weil so Gespräche mit 16-, 17-Jährigen über diese Frage, die gehen natürlich erstmal ins Internet und suchen danach Informationen. Das ist die Frage, was sie dort finden und von da aus geht die Informationskette weiter. Also müssen sich da auf den Weg machen und auch moderner werden an der Stelle und Form der Kommunikation nutzen, um an die jungen Leute ranzukommen, so dass sie es auch damit umgehen können und verstehen. Ja. Und ein Punkt, nach der, glaube ich, auch die Bundesebene sehr, sehr stark angeht. Wir haben ja auch im Laufe dieser Legislaturperiode am Thema BAföG gearbeitet, gerade wenn es auch um Corona ging. Ich sehe es jetzt nicht hier, wenn nicht irgendwann die Sozialdemokraten das BAföG eingeführt hätten. Dann hätte sich meine Familie da vom Bauernhof auch so eine Ausbildung, so ein Studium für mich gar nicht leisten können. Hätten sie gar nicht bezahlen können. Also das Thema nicht nur Bildungsfinanzierung auf der Seite der Institutionen, sondern auch der Frage der einzelnen Personen, sich, ich sag mal, auch Bildung letztendlich leisten zu können.
Und ich sehe ja, wie manche Kosten da auflaufen. Die sind ja, gerade wenn es aus dem Studium geht, um Materialien, die man macht, sie gehen ja schon doch kräftig in die Höhe. Neue Initiativen an der Stelle oder ist da noch was zu erwarten? Also wir haben ja in dieser Wahlperiode eine BAföG-Reform gemacht, die aber ihr Ziel nicht erreicht hat. Unser Ziel war, die Trendwende zu erreichen. Wir wollten, dass wieder mehr Studierende BAföG bekommen. Im Übrigen auch Schülerinnen und Schüler in vollzeitschulischen Ausbildungen, die auch BAföG bekommen können. Und das war im letzten Jahr absehbar, dass wir das mit den Erhöhungen der Freibeträge nicht erreichen können, die wir vorhatten. Und wir haben deshalb der Bildungsministerin Anja Karliczek den Vorschlag gemacht, die Freibeträge nochmal zu erhöhen, das Gesetz nochmal in die Hand zu nehmen, um die Freibeträge, also das, was die Eltern verdienen dürfen, bis zu, also die Einkommensgrenze, ab der sozusagen bis zu der man BAföG beantragen kann, diese Freibeträge zu erhöhen. Das war unser Vorschlag und Anja Karliczek hat es abgelehnt. Und hat stattdessen lieber 900 Millionen Euro, ich sage nochmal 900 Millionen Euro, die fürs BAföG von Olaf Scholz vorgesehen waren, dem Finanzminister zurückgegeben. Und das ist das größte Ärgernis und wo auch bei uns und dann auch bei der Frage, ob wir das BAföG öffnen in Notlagen für Studierende, wo bei uns so ein bisschen das auch gebrochen ist in der Koalition, weil für mich klar ist, also mit der CDU wird es da keine ordentliche BAföG-Novelle geben. Das wollen die nicht. Das ist denen egal offensichtlich, sonst hätten wir es noch machen können in dieser Wahlperiode. Wir müssen dafür sorgen, dass wieder mehr Menschen ein besseres BAföG bekommen, weil nämlich das Problem ist, dass derzeit viel zu viele, die das BAföG eigentlich brauchen, es nicht bekommen. Und deswegen, in diesem Jahr wird das BAföG 50 Jahre alt, genau gesagt am 1.9. ist es 50 Jahre alt geworden, ist eine Erfolgsgeschichte, ich habe es auch bekommen, mir hat es auch geholfen beim Studieren. Mein Bruder hat sogar noch Schüler-BAföG bekommen. Wir brauchen eine BAföG-Novelle, die die Probleme anpackt. Und das ist zum einen, also für mehr Leute BAföG bereitstellen, das heißt die Elternfreibeträge deutlich anheben, um 10% mindestens. Zum anderen der Verschuldungsangst entgegenwirken. Viele machen das mit dem BAföG nicht, weil sie fürchten, am Ende müssen sie zu viel zurückzahlen. Wir haben zwar jetzt die Rückzahlung auf 10.000 Euro gedeckelt, aber für viele ist das immer noch zu viel. Und deswegen, wir müssen jetzt den Weg gehen dahin, dass wir wieder zu einem Vollzuschuss beim BAföG kommen. Weil das eben auch die Leute, die vor allen Dingen als Erste an die Hochschulen gehen, in ihren Familien, nach wie vor abschreckt, diese große Verschuldungsperspektive. Und wir müssen es viel einfacher machen. Die Studierenden kommen in die BAföG-Ämter und fragen, mit welcher kann ich das BAföG beantragen? Und dann kriegen die einen Stapel Papier mit nach Hause und sollen das Einkommen der Eltern darlegen und solche Sachen. Leider ist es immer noch so und sind immer noch die gleichen Schwierigkeiten da wie zu Zeiten meines BAföG-Antrags vor 30 Jahren. Und das deprimiert mich zutiefst. Das heißt, einfacher drankommen, mehr Leute müssen es bekommen und es muss wieder Richtung Vollzuschuss gehen. Wir müssen auch darüber reden, wie wir die Digitalisierungskosten im Bedarfssatz besser abdecken und solche Dinge. Da sind also auch noch ein paar andere Dinge dran, aber das sind so die Schwerpunkte. Und ein Satz ist mir noch wichtig, wir müssen auch das Schüler-BAföG wieder stärken. Wir brauchen das in bestimmten Ausbildungsgängen. Deswegen ist unser Vorschlag auch, es wohnortunabhängig auszuzahlen, wenn eben Schülerinnen und Schüler keine materiellen Mittel von zu Hause mitbekommen, dann sollen sie auch die Möglichkeit haben, auch wenn sie noch zu Hause wohnen, einen Zuschuss zu ihrer Ausbildung zu bekommen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also wir wollen, dass das BAföG, das ist übrigens die zweite Seite des Ausbildungsversprechens. Wir sagen, wir machen ein Ausbildungsversprechen als SPD, wozu die Ausbildungsgarantie im Bereich der beruflichen Bildung gehört und das BAföG im Bereich der akademischen Ausbildung, damit jeder die Ausbildung machen kann, die zu ihm oder zu ihr am besten passt. Spielt das Thema Mobilität auch eine Rolle? Eher, dass mehr Auszubildende oder Schülerinnen und Schüler doch auf einmal unterwegs sind, weil auch Bildungsangebot und Ausbildungssituation sich so auch stark verändern. Also ein Teil der Mobilität ist ja gerade bei uns in der Region auch dadurch ausgelöst, dass es einfach in den Hochschulstädten viel zu teuer ist, sich dort ein Zimmer zu nehmen. Das hat mit der allgemeinen Wohnungsnot zu tun und wir wollen, dass nicht Studierende und Familien mit kleinen Einkommen um den gleichen Wohnraum konkurrieren und deswegen wollen wir auch mit einen Beitrag dazu leisten, dass der Bund mit einsteigt in die Finanzierung von Studentenwohnheimen, also in die Investition in Studentenwohnheime. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das ist ein aktiver Beitrag zur Wohnungspolitik. Das Thema Mobilität, wir haben ja die Forderung nach einer Kindergrundsicherung.
erhoben und zumindest für alle Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der Ausbildung sind, die Forderung erhoben, die müssen eigentlich kostenlos irgendwann mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich bewegen können. Für die Studierenden haben wir ja schon das landesweite Semesterticket. Das ist sicherlich ein guter Beitrag dazu, dass man eben Mobilität auch organisieren kann. Mir ist bei dem Thema Mobilität immer eins wichtig. In Berlin treffe ich immer mehr Jugendliche, die sagen, ich will überhaupt keinen Führerschein machen, ich brauche das hier nicht. Hier stehen überall E-Scooter rum und die U-Bahn fährt und weiß ich nicht was. Ich habe aber hier zum Teil noch Stadtteile und Dörfer in meinem Wahlkreis, und das ist im Kreis Soest genauso. Da bedeutet der eigene Führerschein für Jugendliche Freiheit. Das war in meiner Jugend genauso. Und da müssen wir darauf achten, dass wir da nicht nur über den städtischen Ballungsraum diskutieren, sondern eben Mobilität für alle herstellen können, und zwar klimaneutral. Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Ja, meine erste Mofa ermöglichte mir auch die Teilhabe am Leben in der Fernstadt. Und klar, na, ist ein paar Tage her, gebe ich ja gerne zu. Aber war so. Vielleicht eine Frage an den Martin, so mit Blick aus seiner Sicht, was vielleicht so Erwartungen an, sagen wir, auch die nächste nochmal Legislaturperiode sind, an die Bundespolitik, an die Landespolitik, wo man am ehesten anpacken muss. Das kannst du uns mit auf den Weg geben. Also zunächst mal noch in Anknüpfung an dem, womit wir angefangen haben. Also ich würde mich sehr freuen, die Digitalpaktmittel sind angekommen, das hatte ich schon gesagt. Aber wie gesagt, ich habe Angst vor den Folgekosten und wer die Folgekosten übernimmt, weil das werden die Kommunen nicht stemmen können und das wird möglicherweise auch das Land aus eigener Kraft nicht stemmen können. Wir werden jetzt in immer kürzeren Abständen sehr, sehr hohe Folgeinvestitionen haben. Und ich würde mir hoffen, dass ihr euch auch da Gedanken drüber macht, weil dieser erste Aufschlag war klasse, aber wir wissen alle, welche Halbwertszeiten im Prinzip die Technik heutzutage hat. Also bitte die Konsequenzen berücksichtigen. Ich finde es sehr gut, dass der Bund in die Bildungspolitik mit eingestiegen ist, weil ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass ansonsten immer der eine dem anderen den schwarzen Peter zuschiebt, warum es gerade nicht klappt oder warum die Gelder nicht zur Verfügung gestellt werden. Also ich finde es gut, dass der Bund Einfluss nimmt im Rahmen des Möglichen. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, dass der Föderalismus nicht außer Kraft gesetzt werden soll. Aber nochmal, die Bildung an sich muss einen hohen Stellenwert haben. Das ist natürlich jetzt nicht ein bisschen einseitig und nicht ganz so objektiv an der Stelle, aber weil ich denke, das ist unsere wichtigste Ressource, unser wichtigster Standortfaktor, den wir haben. Und wenn wir in den Städten und Kommunen dieses Landes tatsächlich dafür sorgen, dass wir die Zukunft der Städte und unsere Zukunft dadurch sichern können, dann müssen wir da Geld in die Hand nehmen. Da kommen wir nicht drum rum. Und das gilt für alle Schulformen. Das gilt natürlich auch für die Unternehmen. Da muss jetzt eine Wechselwirkung stattfinden zwischen der einen und der anderen Bereiche, dass man da stärker zusammenarbeitet. Das würde ich mir an der Stelle wünschen. Ja, dann geht's auf an die Arbeit. Die erste Arbeit liegt vor uns, die dauert noch 18 Tage. Und dann wollen wir hoffen, dass wir mit guten Ergebnissen zu dem, was wir auch als Sozialdemokraten ja selber vorschlagen, auch in die Lage versetzt werden, das auch politisch entsprechend umzusetzen. Und wenn ich guten Mutes, dass wir das dann am Ende mit Olaf Scholz an der Spitze auch machen können und da das Kanzleramt erobern, weil ich glaube, von dort müssen diese klaren Signale ausgehen, in welche Richtung es denn gehen muss. Da muss auch diese Bildungsministerin wird es nicht mehr sein. Das steht relativ fest, habe ich den Eindruck. Das ist auch nicht wieder passiert. Und dann muss man in der Tat für eine andere Orientierung, eine andere Politik sorgen. Da arbeiten wir dran. Ich glaube, am 26. September abends werden wir vielleicht ganz wohlgemut aussehen, dass wir dieses Fuder in die Scheuer gefahren haben. Aber bis dahin müssen wir noch arbeiten. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Das in den nächsten Tagen auch und rund um die Uhr auch, sag mal, aktiv zu betreiben. Deshalb auf den Schnack, dauert nicht ewig, weil am Ende heißt es in Westfalen nicht schnacken, sondern Kopf in Nacken. Das ist aber noch was anderes. Euch beiden herzlichen Dank. Wir arbeiten dran, in der Tat, und das werden wir auch gemeinsam tun. Ich glaube auch diese, sag mal, Kombination zwischen der kommunalen Ebene, der schulischen Ebene vor Ort, wo es umgesetzt wird, und der Bundesebene, die Kommunikation miteinander muss da
auch wesentlich dichter werden, damit man mehr voneinander weiß. Vielleicht war es ein Beitrag dazu, das zu tun. Meinen herzlichen Dank an euch beiden, wünsche euch noch einen schönen Abend und dann schnacken wir jetzt mit unseren Familien und dann mit wem auch immer und wir sehen uns. Schönen Tschüss. Abend noch, bis die Tage. Tschüss, vielen Dank.